Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiria, und heute gibt es das Showcase zu Paragus und Broly, dem wohl besten Pure Saints Supporter, Fragezeichen. Ist auf jeden Fall erstmal hier ganz klar eine Fragestellung, warum? Denn es gibt schon eigentlich einen sehr, sehr guten Pure Saints Supporter, nämlich unser Movie-Boss, der Argel Thales. Die Sache ist jedoch, Freunde, mit Thales. Thales gibt durch seine Passive jedem Verbündeten Ki plus 3 auf den Angriff 40%, was, sag ich mal, für den Support-Aspekt gilt. Er hat natürlich auch einen High Chance to Sun, er hat einen Debuff in der Passive und auch an sich overall müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber streiten, dass Argel Thales durchaus die bessere Karte ist, der bessere Charakter ist, als jetzt Paragus und Broly. Aber eben, mir geht es nicht um die Karte an sich, sondern mir geht es nur um den Support-Aspekt. Denn Paragus und Broly geben dem Pure Saints und der Combination-Kategorie Ki plus 2 auf den Angriff und auf die Verteidigung 40%. Das ist halt dieser Support-Aspekt. Worum es mir geht, ist Ki, wie viel Ki gibt dieser Charakter, Support-technisch, wie viel Angriff und Verteidigungsboost. Ki gibt er 2, Thales gibt er 3, heißt Thales hat einen extra Punkt. Beide geben 40% auf den Angriff und Zusatz bei Paragus und Broly ist, er gibt auf die Verteidigung noch 40%, Thales gibt da keinen Boost. Deswegen wäre es meiner Meinung nach bei Paragus und Broly der beste Pure Saints Supporter. Aber man kann dann natürlich auch sagen, ja halt, jetzt gibt auch Thales quasi einen Debuff für Superclass-Gegner und. Richtig. Da kann man sich wirklich drüber streiten oder man kann das ein bisschen aus einem anderen Standpunkt aussehen. Ist auf jeden Fall berechtigt. Ich sehe das nur quasi wirklich auch an den nackten Zahlen in Sachen Support-Aspekt. Ki, Attack, Death, wie gesagt. Deswegen habe ich das als Fragestellung offen gelassen, Freunde. Ihr könnt gerne darüber diskutieren. Wie seht ihr das? Sagt ihr trotzdem, nee, Thales ist auf jeden Fall immer noch der beste Pure Saints Supporter, wirklich. Es geht mir nur um den Support-Aspekt. Nicht die bessere Karte, sondern Supporter. Oder ist es doch Paragus und Broly, ja, wegen den nackten Zahlen, sage ich mal. Deswegen, um es quasi, ja, so simpel zu lassen, beziehungsweise gerecht zu lassen, ist auf jeden Fall eine Fragestellung. Aber, was hat denn dieser Boy oder diese Boys, Paragus und Broly, drauf? Nun, zum einen ist ihre TOR-Version von Extreme Int Type. Die Sets seht ihr da, ich habe keinen Dupe für sie. Sie geben durch den Leader-Skill Extreme Int Charakteren HP, Attack und Death 100%. Heißt, für Battlefield als Subleader kann man sie auf jeden Fall benutzen. Mit Super Attack machen sie Supreme Damage und verringern Angriff des Gegners. Ist auf jeden Fall auch sehr nice. Musst du auf jeden Fall auch mitnehmen, sage ich mal. Durch die Passive geben sie, wie bereits gesagt, Pure Saints und Combination Kategorie Charakteren Ki plus 2 auf Angriff und Verteidigung 40%. Wenn sie aber gegen einen Pure Saints Gegner kämpfen, also gegen einen Gegner, der in der Pure Saints Kategorie ist, bekommen sie auf den Angriff 130%. Da wird es auf jeden Fall interessant zu sehen sein, auf was sie auf dem Radar kommen, sage ich mal. Aber ich werde ihn quasi so spielen, wie man ihn spielt als Supporter, rein und raus rotieren. Also ich werde jetzt nicht quasi eine Rotation mit ihm bilden, aber dennoch werden wir auf jeden Fall darauf achten, wenn das triggert. Also wir werden gleich in ein Event reingehen, wo wir gegen einen Pure Saints Gegner kämpfen, und ideal wäre es auch noch, wenn dieser vom Tech-Type wäre, hätten wir Typenvorteil. Aber darum kümmere ich mich gleich. Jedenfalls, Linkskill hat dieser Boy drauf, Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Ki plus 1 Hardened Grudge, ebenso Ki plus 1 Cold Judge mit 20% auf die Verteidigung, Brutal Beatdown 10% auf den Angriff, Prepare for Battle, Ki plus 2, Fierce Battle 15%, in den Kategorien ist er vertreten, in Pure Saints und Combination, und da ist er wirklich ein sehr, sehr guter Supporter, wie gesagt. Wir werden folgendes Team-Setup testen, Freunde. Ich werde EU Vegeta in einer Rotation haben mit Super Saiyan Broly. Die Rotation ist wirklich sehr, sehr nice. Wir haben Prepare for Battle, Fierce Battle, Super Saiyan Prodigies, die andere. Da würde es mich interessieren, wie hoch er in den Pure Saints Team, Pure Saints bekommen nur 130% auf den Angriff, wie hoch er die Angriffswerte von Majin und LR Super Saiyan 3 Goku hochbomben kann. Auf jeden Fall für beide Charaktere ein sehr netter Boost. Die Rotation ist auch sehr, sehr gut. Legendary Power, Shattering Limit, Oven and Flash, Super Saiyan sind auch gut gedeckt. Und da ich Thales nicht habe, habe ich Tora mit am Start, eine sehr gute Alternative für Thales, denn er gibt jedem Verbündeten Ki plus 3 auf den Angriff 30% und hielt sich pro Giant Form Charakter im Team um 6% at Start of Turn an HP, Maximum ist 18%, jedoch hielt er sich immer um 6%, weil er selbst ist ja in der Kategorie und bis zu zweimal kann er sich in Giant transformieren. Jedenfalls wird das Team sein, Freunde, würde ich sagen, ich suche mir kurz ein Event aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, Freunde, und da der Frust natürlich tief sitzt, ich immer noch nicht Thales habe, gehen wir einfach mal Thales bomben. Wir sind auf der Stage auf dem Event von Thales. Okay, Majin kommt hier rein. Ah, die Rotation müssen wir brechen. Ja, nur Broly müssen wir rüberschicken. Dann soll das ganz passen. Und ihr merkt schon, ne? Wenn dieser LR Super Saiyan Goku keinen Partner hat, nichts hat, dann wird es schwer mit der Ultra Super Attack. Wobei er wirklich gut jetzt durchs Feld gut Ki bekommen hat. So ist nicht. Aber gut, wir tun mal das Ganze hier fixen. Die sollen mal einfach an jeden angreifen, irgendwas machen. Ich will auf jeden Fall erstmal die Rotation hinbekommen und von dort aus dann starten. Das Event nach und nach. Deswegen, ja, achte nicht darauf, wen ich jetzt angreife und wen nicht.
Ich bin sehr drauf gespannt, was er drauf haben wird. Wir sind ja wie gesagt gegen Thales, heißt, wir kämpfen gegen Pyosane-Charakter, 130% auf den Angefähren sie bekommen in der Phase und gegen, es wird auf jeden Fall eine Phase geben, wo wir gegen Tech-Thales kämpfen. Heißt, da werden wir auch den, ja, einen Typenvorteil haben, sag ich mal. Und da bin ich drauf gespannt, was er an sich noch drauf hat, aber er hat keine Dupes, wie gesagt, das sollte man nicht vergessen, aber ich bin an sich darauf wirklich, also ich muss Folgendes sagen, die Pyosane-Kategorie ist wirklich eine sehr große Kategorie, man kann wirklich sehr, sehr viele Teamkonstellationen bauen, das ist wirklich geil. Sache ist jedoch, sie bekommen nur 130% auf den Angriff, ja. Im Umkehrschluss sind sie trotzdem wirklich, also konstant, sie schaffen viel. Sie haben gut HP, sie haben gut Defense, sie klatschen viele Events zur Seite, sag ich mal. Aber, wenn man die anderen Charaktere oder die anderen Kategorien hat, die so 170% bekommen und tralala, dann will man das auch für die Pyosanes. Wisst ihr, was ich meine? Aber, auch, beziehungsweise gerade deswegen ist es so gut, dass Charaktere reinkommen, die so einen guten Boost haben. Und für die Pyosanes gibt es gute Supporter, sei es Thora, Thales oder jetzt unser Neuer, der auf den Angriff und auf die Verteidigung 40% gibt. Jedenfalls, auch bei Vegeta hier, man hat keinen Dupe, kommen wir auf 1-1, okay. Also das ist jetzt quasi jetzt nur mit dem Support-Aspekt, weil Link-Skill-technisch ist sie nur 4 Battle vertreten. Wir kämpfen gegen Pyosane-Charakter, ich bin mal drauf gespannt, auf was für einen Wert er kommt. Wir haben auch Thora in der Rotation, wir haben 2 Supporter, also bin ich mal drauf gespannt, was unser Boy jetzt Pargus hier auf dem Radar haben wird. Seine Pässe sollte ich wie gesagt triggern, weil wir gegen Thales kämpfen. Und dann, was hast du für uns auf dem Radar? 800, okay, gar nicht mal so schlecht, über 800. Nicht schlecht, also 800.000 an der Stelle natürlich, ne? Und die Super-Attack sehen wir auch an der Stelle, okay, nett. Ah, da schickt einfach Broly vor und der sollte mal kurz gegen das Gebirge klatschen oder gegen Eis, whatever. Jedenfalls gegen die Eisgebirge, Eisberge, whatever. Ja, wirklich, like legit, whatever. Jedenfalls bin ich auf jeden Fall jetzt noch drauf gespannt. Okay, die Rotation ist perfekt, schaut mal her. Das macht so viel aus, Freunde. Wenn man mal Jin und Ele so bis in die Rotation stellt, natürlich braucht man das. Guck mal, so fehlt ihm 6 Key zu 12 Super, 12 zur ersten Super-Attack und so bekommt er Shattering Limit und Over the Flash beide und schon sieht das Ganze ein bisschen besser aus für beide. Deswegen ist es wirklich sehr nice. Wenn ihr das natürlich machen könnt, dann spielt diese Rotation mit Majin und Dreifachen Goku. Ansonsten müsst ihr gucken, auch sowohl Dreifachen Goku als auch Majin Vegeta brauchen Partner, die Over the Flash und oder Shattering Limit haben, Sachen Key, weil das sind ihre beiden Key-Links. Jetzt Majin hat noch Royal Lineage, aber Royal Lineage können wir ein bisschen das können wir ignorieren, sind Key plus 1 haben nicht viele Charaktere. Okay. Oh, Broly transformiert jetzt. Broly eskaliert jetzt auch komplett aus. Jetzt haben wir Evo und Full Power Broly in einer Rotation. Und mit, wenn mich alles täuscht, mit unserem Boy. Oh, Double Transformation. Die sind bereit, die Jungs. Die sind auf jeden Fall bereit. Die wollen jetzt supported werden. Die wollen jetzt von Pargus und Broly supported werden. Oh mein Gott, jetzt bin ich drauf gespannt. Oh, aber die Sache ist die, der muss überleben. Jungs, der muss überleben. Seid ihr euch dessen bewusst? Oh mein Gott, 1,5. Wie kommt der her? Was hat er davor? Oh, ich gucke gerade 2,3. Aber ich glaube nicht, dass es Pargus noch ein extra Linkslift für Broly gibt. Ne, 2,3,6. 2,3. Okay, krass, krass, krass. Guck mal, was war. Boah. Defense, guck mal, Broly kommt auf über 100.000 Verteidigung, das ist echt geil. Pargus kommt auf über 117.000 als Supporter. Wir haben keinen, natürlich, also wir haben kein Key-Problem wegen dem Supporter, aber auch an sich Broly und Vegeta teilen sich Prepare for Battle. Broly an sich durch die Passive hat keine Key-Probleme, deswegen bin ich mal drauf gespannt, wie das Ganze hier verlaufen wird. Die Rotation ist wirklich sehr, sehr gut. Hier ist dann noch zusätzlich Prodigies dazu, was Vegeta fehlt. 1,26 kann man auf jeden Fall mit leben, aber ist halt die Sache ist jetzt, man darf nicht vergessen, wir haben hier nur Double Lead 130%. Ja, normalerweise wären sie in anderen Teams, würde ihr Boost natürlich deutlich besser ausfallen. Aber Pargus ist halt nur in Pyosanes und Combination. Den haben die nicht in Movie Boss reingesteckt, sonst wäre er natürlich noch in der Kategorie von Broly und das wäre dann Sense. Dann hätte man noch einen, der Attack unter 40% gibt. Also tanken tun die Jungs oder so richtig gut, aber jetzt muss, oh mein Gott, die müssen langsam machen. Vielleicht kann auch sein, dass der Thales hier rausnehmen, um jetzt zu sein. Also nicht in der Rotation, aber in der nächsten dann spätestens. Wobei ich noch gerne sehen würde, bevor wir hier rausgehen aus dem Event, dass quasi Pargus und Broly noch die Rotation mit Ele Majin und Dreifachen Goku boosten. Okay, nice. Broly hat keine Edition Super Attack geschaltet und ihr habt auch gesehen, Brolys Damage war nicht so prickelnd. Wisst ihr, was ich meine? Also oder nicht so, was man erwartet. Das liegt halt daran, wenn er kein Crit durchkommt, dann ist es halt kein Crit. Ja, Gogetas Vorteil ist, er macht sehr effektiven Schlag gegen jeden und crittet halt legit gegen jeden. Das ist halt das mit Gogeta und Broly, aber wie gesagt, Broly will ich echt nicht schlecht reden. Broly ist auch ein sehr guter Charakter. Er braucht aber ein bisschen, um warm zu werden, sage ich mal. Die Rotation ist, oh,
Die ist auch insane. Jetzt ist die Sache. Jetzt will ich mal. Ich will absichtlich, tue ich jetzt nicht Ultra Super decken mit LR Super Saiyan Goku, mit Majin Vegeta jedoch schon. Damit. Oh, nehmen wir mal das. Damit er quasi den geringeren Multiplier bekommt. Weil auf der Ultra Super Attack hat er ja nur Colossal Damage, auf der ersten Mega Colossal Damage. Und damit Thales hier einfach überlebt, sodass wir rübergehen können. Und dann würde ich noch gerne sehen, was Paragus hier ausmacht. Weil wir haben zwar Toda hier, Toda gibt 30%, Paragus würde 40 geben. Aber Vorteil an Toda ist, der hat noch Same Pride für Majin Vegeta. Egal, gut, Thales hat das überlebt. Thales tut uns auch noch angreifen, Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat. Er tut uns auch noch Stun. Dann gibt den Gast auf jeden Fall Like und wirklich lieben Dank für den ganzen Support in letzter Zeit. Wir gehen wirklich einen guten Weg gerade. Wir haben letztens erst die 18k erreicht und schon geht es wirklich bergauf. Vielen lieben Dank für den ganzen Support in der letzten Zeit oder auch an sich, Freunde. Wirklich lieben Dank an jeden. Und ja, jetzt ist mal deine Frucht, mein Freund. Ist mal deine Frucht. Das sage ich dir. Irgendwann ziehe ich dich noch. Thales, wir sehen uns. Aber, wow, okay, jetzt haben wir noch eine Transformation von Evolution Vegeta. Das sollte ja der Friend oder meiner sein, logischerweise. Ich weiß gerade nicht, welcher sich zuvor transformiert hat. Gucken wir mal einfach mal rein, würde ich sagen. Und, ja, okay. Ja, keine Ahnung, wer es transformiert hat, aber ja, legit. Wir machen das Ganze mal so. Thales. Shit! Thales wird sich erst healen. Vegeta, mach langsam, bitte. Ich hätte vielleicht nicht Ultra Super attacken sollen, weil ich die andere. Die nächste Rotation. Thales muss einfach nur eine Rotation überleben. Schaut mal, ohne Supporter kommt dann auf 1. 1 Million. Mit dem Support-Aspekt kam auf 1,2. 1,3 knapp. Nein. Okay, mach langsam. Keine Crit, gar nichts. Keine Crit. Mach gar Evolution Vegeta. Keine Additional Super Attack, nichts. Alles easy. Sehr gut. Danke für dein Heal. Ich schau gerade nach hinten, weil es gerade richtig regnet, aber. Ja. Keiner weiß, das Fenster ist zu, alles gut. Genau, Thales hat sich Gott sei Dank geheilt. Jetzt bin ich aber, boah, ich weiß nicht, wie viel Schaden Broly machen wird. Wenn er in den Edition Ulti startet, die dann crittet, oder wenn die crittet, dann ist das Reporeno. Aber guck mal, man sieht auch, okay, ich habe vorhin gesagt, wegen dem Schaden von Broly, aber er ist auch hier nur bei 130, unter einem 130% Lead. Okay, der macht es uns heute gut. Eigentlich will man ja immer, dass er einen Edition Super Attack schafft, aber diesmal hat er keinen Bock drauf. Das ist gut, das kannst du ruhig machen. Also mach das diesmal nicht, aber in den nächsten Events auf jeden Fall immer Edition Attacken, also Super Attacken. Er hat uns gesandt, Thales, alles klar. Und ja, Evolution Vegeta, da sollte er auf jeden Fall überleben. Und nächste Runde sehen wir dann quasi, wie das Ganze ausgeht. In der Rotation, die ich auf jeden Fall noch sehen wollte. Freunde, was sagt ihr zu Paragus als Supporter? Was haltet ihr von ihm? Ich meine, wenn er seine Edition Boost bekommt, dann kommt er auf einen guten Wert. Auf 100%, wenn er ihn auf 100% hat, dann kommt er sicherlich mit seiner ganzen Passive auf über 1 Million auf dem Radar. Dessen bin ich mir sicher. Aber auch so. Oh. Aber das hast du ja mal ganz knapp gemacht jetzt, Vegeta. Das hast du jetzt mal ganz knapp gemacht. Okay, der wollte uns zittern lassen, aber zum Abschluss haben wir wirklich noch ein sehr schönes Szenario mit unserem Boy LR Super Saiyan 3 Goku, der den 40% auf Attack und F bekommt vom Paragus. Bin ich drauf geschaut, was auf dem Radar steht, vor allem in einem Pure Saints Team. Und dann, wie gesagt, Freunde, lasst mich auf jeden Fall wissen, was hattet ihr von Paragus? Seid ihr von ihm eher positiv überrascht oder sagt ihr, ja, es geht. Aber nee, ich glaube, der ist schon richtig gut als Supporter, vor allem im Pure Saints Team. Wenn ihr ihn habt, spielt ihn als Supporter im Pure Saints Team. Optimal wäre er als Supporter und Thales als Supporter. Ja, Toda ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Option, aber Thales und Paragus sollten das auf jeden Fall machen, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wie gesagt, gebt den ganzen einen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.